Es war ja so klar, dass Deutschland bereits ein Spitzelstaat geworden ist. Es gab zum Beispiel in jeder Stadt gab es sogenannte Blockwarte. Das ist ein Mann, Parteimitglied, der verantwortlich war für einen ganzen Häuserblock und der theoretisch alle Mieter, die da wohnten, kennen musste und genau wusste, was vor sich ging und theoretisch natürlich für sie sorgen sollte. Aber im Grunde nur dafür da war, rauszukriegen, wer war für die Partei und für Hitler und wer nicht. Und das ging ja bis in die kleinsten Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Und wir, das bei mir meine ich nicht nur meine Freunde nicht, sondern praktisch alle größeren Freundeskreis und Familienkreis, wenn wir irgendein politisches Thema besprachen, wurde immer ein Teewärmer oder Kissen übers Telefon gestülpt, weil man nie wusste, ob das nicht irgendwie überhört werden konnte. Man konnte niemand trauen. Und es war nicht einfach, rauszubekommen, ob jemand, den man kennenlernte, von dem man vermutete, dass er dieselben politischen Ansichten hatte, ob man irgendetwas sagen konnte. Denn man setzt ja zumindest nicht sein Leben aufs Spiel, aber doch zumindest die Gefahr, dass man nach Dachau käme. Und ich gebe gerne als Beispiel einen ziemlich für mich sehr erschütterndes Erlebnis. Ich war im Kino und im Kino gab es natürlich immer Wochenschau und Wochenschau hat immer mal Hitler geredet. Erschienen plötzlich zwei Zivilbeamte und haben einen Mann zwei Reihen vor mir abgeführt. Eindeutig, der hat als Hitler sprach in der Wochenschau, irgendetwas Abfälliges zu seinem Freund oder Nachbar oder seiner Frau neben saß, gesagt. Es wurde überhört von jemandem, der ihn sofort denunziert hat und wurde abgeführt. Und wir kannten ja, da wir in unserer geschäftlichen und persönlich, unserem Familienfreundeskreis sehr viele Juden hatten, kannten. Und meine, mit einer Ausnahme, meine besten Freunde, zufälligerweise alles Juden waren, hatten wir erlebt, wie denen nach und nach das Leben unmöglich gemacht wurde oder wie sie verschwanden oder, wenn sie Glück hatten, rechtzeitig rauskamen. Was viele Menschen natürlich nicht mitgekriegt haben. Also die Politik spielte mehr und mehr eine große Rolle. Ich glaube, wenn ich verallgemeinern darf, und ich glaube, das ist nämlich, weil ich das öfters gefragt wurde, das deutsche Volk war, nach dem Polenfeldzug waren sie in Sorge, in Angst. Nach dem Blitzkrieg im Westen war ein Umschwung in Deutschland. Dass selbst die Gegner von den Nazi-Gegnern, Gegner von Hitler, waren so überwältigt von diesem militärischen Sieg, dass ein spürbarer Umschwung war in der Volksmeinung, sagen wir mal. Dass sie plötzlich begeistert waren von dem, mein Gott, wirklich, jetzt wird das ganze Unrecht von Versailles wird beseitigt, wir haben ganz Europa besetzt und so weiter und Deutschland wird die führende Macht und Deutschland wird das Großreich werden, was es schon mal war vor 1000 Jahren und haben übersehen, was die nebenfolgenden Nebenerscheinungen sind. Das war sehr deutlich zu spüren. Und das hat uns natürlich sehr bedrängt. Einige, wie zum Beispiel Hans Scholl, waren begeistert von, er war ja in Frankreich, von dem Feldzug, was er mitgemacht hat, wie fantastisch das war. Davon zu einer immer mehr überzeugenden, anderartigen politischen Einstellung zu kommen, war für einige nicht einfach. Und erst als wir dann erfuhren, was wirklich geschah, was mit den Juden passierte, was mit den Polen passierte, wie die Kriegsgefangenen
behandelt wurden, wurde es immer klarer, dass diese Regierung beseitigt werden müsse. Und dazu kam dann, was glaube ich, für besonders für einen Deutschen, die ja immer sehr vaterlandstreu waren. Das Vaterland als Begriff spielte eine viel größere Rolle in Deutschland als in irgendeinem anderen europäischen Land. Um die Zeit von Stalingrad kamen wir dann alle zu einer Entscheidung, einer inneren Entscheidung, die wir natürlich dann auch miteinander besprachen, die, wo das Schwerste ist, was ein Mensch, der sein Vaterland liebt, als Land, als Menschen, überhaupt kommen kann. Nämlich, es wurde uns klar, dass die einzige Art und Weise, wie Deutschland als Land gerettet werden kann, ist, indem es den Krieg verliert. Das ist eine furchtbare Entscheidung, die, glaube ich, für eine heutige Generation kaum nachzutragen ist. Man muss den Krieg verlieren, damit Deutschland als Deutschland bestehen kann. Und das wurde dann auch in dem 5. Flugblatt sehr deutlich gesagt. Und das hat natürlich enorme folgenschwere Tragweite. Es ist nicht leicht, sich dazu durchzuringen. Denn wir haben natürlich alle bis dahin gehofft, dass es möglich ist, diese Regierung zu beseitigen und einen Waffenstillstand herbeizuführen und Frieden zu schließen mit den Alliierten. Was möglich gewesen wäre noch damals.